Die Freiheitlichen waren eine Großmacht. Dann gab es herbe Verluste, auch wegen innerparteilicher Streitereien. Jetzt versucht man sich wieder zu konsolidieren. Beste Gelegenheit dazu, die kommenden Gemeinderatswahlen. Andreas Feichter hat den freiheitlichen Chef Andreas Leiter-Reber zu uns ins Studio geladen. Ja, schönen guten Morgen, Herr Leiter-Reber. Guten Morgen. Herr Leiter-Reber, die Freiheitlichen wollen bei den Gemeindewahlen das Vertrauen der Wähler zurückgewinnen, so sagte gestern der Generalsekretär Otto Malknecht. Wie will man das schaffen? Ja, es ist für uns natürlich diese Gemeinderatswahl jene Wahl, wo wir uns natürlich konsolidieren wollen. Wir haben, wie gesagt, bei den letzten Landtagswahlen herbe Verluste gehabt. Wir haben viele Gemeinderäte auch in den letzten Jahren über verloren. Wir stehen bei 21 Gemeinderäten und jetzt gilt es wirklich, diese Gemeinderäte auch zu verteidigen und mit einer vernünftigen Politik zu arbeiten. Und deswegen ist auch unser Motto bei diesen Gemeinderatswahlen: gerecht, vernünftig, unabhängig. In wie vielen Gemeinden werden Sie denn in etwa antreten? Also die Listen mussten ja noch nicht abgegeben werden, aber wie ist denn die Stimmung? Also wir haben in einigen Gemeinden ist es bereits fix, wo wir die Kandidaten beisammen haben, beziehungsweise wo es klar ist, dass kandidiert wird. In anderen ist man dabei, noch Kandidaten zu suchen. Und es gibt natürlich auch Freiheitliche, die in einigen Dorflisten oder Bürgerlisten unterwegs sind. Sprechen wir einige Regionen, Städte an, zum Beispiel Bozen. Wird es eine freiheitliche Liste geben? Bozen ist die Ortsgruppe gerade dabei, hier noch zu definieren. Da hat es zum Beispiel auch Vorgespräche mit der Südtiroler Volkspartei gegeben. Es ist ja immer auch eine besondere Situation in Bozen. Und bis jetzt hat es ja für jede deutsche Oppositionspartei immer geheißen, eine Stimme für die Opposition in Bozen, für die deutsche Opposition wäre eine verlorene Stimme. Und hier muss die Ortsgruppe entscheiden, wie sie sich aufstellt. In Meran sind Sie relativ gut aufgestellt. Mit der früheren, auch da jetzt noch Gemeinderätin Josefa Brucker zum Beispiel. Dann haben wir auch Josefa Brucker, aber auch eine Reihe weiterer Kandidaten, die dort kandidieren werden. Und im Rahmen werden wir auch einen eigenen Bürgermeisterkandidaten präsentieren, aber das zu einem späteren Zeitpunkt. Brixen und Bonek? Brixen, da ist die Liste auch schon im Entstehen, beziehungsweise dort ist es klar, dass wir kandidieren. In Brunnenk hingegen nicht. Dort war es schwierig für uns auch Kandidaten zu finden. Also kann man sagen, die Städte im Moment sind das kleinere Problem als die kleineren Orte? Sagen wir so, es hat sich für die Freiheitlichen ein bisschen mehr nach Westen orientiert. Das heißt, Pustertal? Pustertal ist, ja, es ist im Vergleich zu damals, wie es früher einmal war, wo wir im Pustertal natürlich stark waren, wo viele auch der Führungsspitze aus dem Pustertal gekommen sind. Ja. Aber was ist der Grund? Na, ich glaube einfach, dass das die Entwicklung der letzten Jahre und die ganzen internen Geschichten, die da waren, natürlich im Pustertal besonders zum Tragen gekommen sind. Schmerzt es Sie, dass so Ex-Freiheitliche wie Roland Dinkhauser zum Beispiel jetzt Erfolge in der SVP feiern? Na, das schmerzt mich nicht. Im Gegenteil, ich wünsche Roland Dinkhauser hier ein glückliches Händchen in der Gemeindeverwaltung. Aber das wünsche ich allen künftigen Gemeinderäten und Bürgermeistern. Jetzt arbeiten das Team K und die Grünen relativ intensiv auch mit Bürgerlisten zusammen. Wie sieht's denn da aus? Wäre das eine Möglichkeit, ein Ausweg sozusagen, dass man sagt, wir Freiheitliche kandidieren nicht selbst, aber wir unterstützen Bürgerlisten? Na, ich möchte das auch nicht offiziell, auch wenn wir einige Mitglieder von uns bei Bürgerlisten haben. Aber ich glaube, gerade Bürgerlisten entstehen in Dörfern oder Dorflisten, weil sie eben keine Parteien sein wollen. Und da möchte ich auch nicht hineingrätschen und sagen, und die irgendwie vereinnahmen. Das finde ich irgendwie unlauter, wenn man sagt, es startet irgendwo eine Bürgerliste und danach will man sie als eigene Leute verkaufen. Das ist einfach nicht so. Aber es würde Ihnen einige Probleme nach der Wahl ersparen. Sie könnten auf Erfolge mit Bürgerlisten zählen. Ja, also ich habe nichts gegen Bürgerlisten an sich und in manchen Dörfern ist das auch durchaus geeignet. Aber ich glaube, dass es trotzdem auch Parteien in einer Demokratie braucht. Wie stehen Sie zu Einheitslisten? Es gab ja in einigen Orten die Vorschläge, ja, wir machen einfach eine Einheitsliste. Ja, dass da freiheitliche Kandidaten draufgehen. Ja, natürlich.
Und das ist auch der Fall. Nur muss man auch sagen, was sind Einheitslisten? Es gibt natürlich Themen, Dorfthemen, wenn wir jetzt an Gehsteige denken, wenn wir an die Müllgebühren denken, gibt es keine parteiideologischen Unterschiede oder kaum. Und dann liegt es nahe, dass die Leute sagen, ja, wir wollen Einheitslisten, denn ich wähle ja nur die Person. Das hört man ja ganz oft draus. Ich wähle nur die Person und Gemeinderatswahlen wären ausschließlich Personenwahlen. Ja, zum Teil ja, aber ich denke mir, wenn wir jetzt unsere politische Landschaft anschauen, die ganzen Bürgermeisterkandidaten und Bürgermeister, die zu über 90% von der Volkspartei gestellt werden, ich glaube nicht, dass diese Leute gewählt werden in den Gemeinden, wenn sie zum Beispiel für die Grünen kandidieren würden oder für andere Parteien. Deswegen heißt es nicht, muss man schon sagen, es ist nicht unbedingt nur eine Personenwahl. Aber Sie sind auf jeden Fall dafür, dass die Freiheitlichen mit eigenem Profil ganz klar selbstständig in die Wahl. Mir ist es lieber, dass wir in weniger Gemeinden kandidieren, aber dafür klar erkennbar als Stimme der Vernunft auch in der derzeitigen politischen Landschaft. Wie sieht's denn aus ganz konkret mit der Kandidatensuche? Wo sind da die größten Schwierigkeiten? Ich glaube, in Südtirol haben wir seit Jahren ein Problem damit, dass man in den Gemeinden Kandidaten für die Opposition findet. Da besteht einfach noch eine große, große Hemmschwelle und da haben wir demokratiepolitisch wirklich ein Defizit. Es sind sehr, sehr viele Menschen, die wirklich befürchten, dass sie und ihre Familien persönliche Nachteile haben, wenn sie für die Opposition kandidieren, egal für welche Oppositionspartei. Und das finde ich sehr traurig und das ist auch schade und das sieht und allein die Tatsache, dass es diese Befürchtungen gibt, dass jemand Angst hat, keine Aufträge mehr von der Gemeinde zu bekommen, wenn er zum Beispiel ein Handwerker ist und manchmal was für die Gemeinde macht. Oder wenn jemand sagt, ich kann nicht kandidieren, denn ich habe ein Projekt, das ich einreichen muss und so weiter. Ich glaube, das werden auch viele Zuhörer bestätigen, dass jeder so jemanden kennt, auch im Umfeld und solche Bedenken auch kennt. Und das finde ich schon bedenklich, denn das Recht muss für alle gleich gelten in einem Land. Mhm. Dem würde man wieder mit Einheitslisten entgehen. Dem würde man entgehen, indem man sagt, es gäbe generell keine Parteien. Wir würden nur Personen wählen. Aber das Problem bei reinen Einheitslisten sehe ich, dass da manchmal auch der Hintergrund vielleicht fehlt. Also das kann für einzelne Gemeinden, vor allem recht kleine Gemeinden, gut gehen. Aber der Hintergrund, der politische, fehlt manchmal. Denn auch die Entscheidungen, die getroffen werden und vor allem, dass man das auch über Jahre dann eine bestimmte Kontinuität hineinbringt. Denn manchmal stehen und fallen Einheitslisten ja auch mit ein, zwei Persönlichkeiten. Sprechen wir nochmal die Zusammenarbeit innerhalb der Opposition an. Warum ist es denn so schwierig, zum Beispiel das Freiheitliche mit der Südtiroler Freiheit oder vielleicht auch mit dem Team K gemeinsam antreten in einer Gemeinde, wo halt einmal das Potenzial sehr klein ist? Na, es gibt, natürlich gibt es, und das wäre auch noch anzufügen, manchmal entstehen ja Einheitslisten beziehungsweise Dorflisten und Bürgerlisten bewusst aus Vertretern verschiedener Oppositionsparteien, weil man sagt, wir wollen gemeinsam die Kräfte der Opposition hier der SVP sozusagen entgegenstellen. Also die Bürgerlisten im Land sind vielfach auch aus diesem Hintergrund ein bisschen entstanden. Zusammenarbeit in sachpolitischen Fragen gibt es, haben wir überhaupt keine Probleme als Freiheitliche, viel weniger als es andere Parteien haben. Also wenn die Grünen einen guten und vor allem vernünftigen Vorschlag bringen, dann sind wir sofort dabei. Und das Gleiche ist, wenn die Lega mal einen guten Vorschlag bringt, dann werden wir den auch unterstützen können. Das ist überhaupt kein Thema. Aber trotzdem glaube ich, dass uns als Parteien auch eine bestimmte, unsere Werte irgendwo auch voneinander unterscheiden. Zum Beispiel, was bei uns ein roter Faden auch ist, bei allen Unterschieden, die wir und bei aller Kritik, die wir auch an der Volkspartei haben, wenn es um das Land geht, wenn es um Autonomiepolitik geht, wenn es um mehr Kompetenzen, wenn es um die Unabhängigkeit geht, da werden wir immer unseren Mann stellen. Da gibt es mit uns Freiheitlichen keine Diskussion. Das wäre eigentlich von allen Parteien in Südtirol erwartet werden können. Das ist aber leider nicht so. In Santi Daufers wird es so ein Bündnis wieder geben, habe ich gehört. Also ein Bündnis Daufers, wo verschiedene Oppositionsparteien zusammenarbeiten. Genau, das ist ein Beispiel, wo verschiedene Oppositionsparteien zusammen auf einer Liste ein gemeinsames Listenbündnis eingehen. Ja. Das wäre in anderen Gemeinden nicht so. Wäre durchaus auch möglich, aber was ich auch mitbekommen habe, es sind in den Gemeinden und
da merkt man wirklich, wie schwierig es für die Oppositionsparteien geworden ist. Ich höre wirklich, dass auch bei den Grünen und auch Team Könsberger sagt ja gleich von vornherein, wir kandidieren in den Gemeinden draußen nicht oder nur über Bürgerlisten oder wie auch immer, aber auch bei den Grünen und der Südtiroler Freiheit, also mit der Kandidatensuche tun sich alle schwer. Wahlziel zum Abschluss? Wahlziel, wie gesagt, ist es, dass wir diese Mandate halten, diese 20 Mandate. Wir haben uns ja bei den letzten Landtagswahlen um 2/3 verkleinert. Das heißt, wir müssten auf 7 runterrauschen, wenn es so weitergeht. Das wird nicht passieren und ich bin froh, dass wir wirklich engagierte Kandidaten haben. Und ich appelliere wirklich an alle Hörerinnen und Hörer, dass man wirklich auch den Mut fasst für eine Opposition, egal ob es eine Partei oder eine Bürgerliste ist, aufzutreten und keine Angst zu haben. Denn ich glaube, eine Opposition braucht es in der Demokratie, wenn Demokratie wird dadurch geprägt, dass es eben eine Mehrheit gibt, die von einer Minderheit, von einer Opposition kontrolliert wird. Wenn das nicht passiert, haben wir keine echte Demokratie. Ein Appell des freiheitlichen Chefs Andreas Leiter-Rewer. Danke Ihnen für den Besuch im Studio. Gerne.